Der Jüngste in der Startelf heute ist im Mai 18 Jahre alt geworden, Danilo Dietrich. Mittelfranke, kommt aus der Jugend des 1. FC Nürnberg und ist nicht wesentlich älter als die Nachwuchskicker auf der Tribüne. Die Gäste in Weiß haben das gleiche Ziel wie die Hachinger, den ersten Sieg einzufahren. Die Lilien aus Darmstadt vorne mit zwei Angreifern, Marco Seiler und Dominik Stroh-Engel. Der hat bislang das einzige Tor in der dritten Liga in dieser Saison erzielt. Erste Prüfung für Corbinian Müller, nicht furchteinflößend. Jachinger, 20,5 Jahre im Schnitt, das ist Ligarekord. Max Welzmüller, Kapitän mit Balleroberung. Danilo Dietrich, der 18-Jährige, hat Platz. Und neu in der Offensive, Thomas Steinherr. Hacken wir ab unter Nervosität, der 20-Jährige feiert sein Debüt in der dritten Liga. Trainer Manuel Baum kann allmählich wieder auf mehr Spieler zurückgreifen, das tut gut. Sandro Sirigu, der Außenverteidiger, Unsicherheit bei Corbinian Müller und Marcel Heller. In der Offensive hat sich Darmstadt verstärkt. Die ist komplett neu. Müller, der sich hier verschätzt, Marcel Heller Erst- und Zweitliga erfahren. Für Lilien-Trainer Dirk Schuster passte es in der ersten Viertelstunde. Dann Quirin Moll, heute offensiver ausgerichtet als sonst. Moll mit Übersicht. Rechts läuft Steinherr. Und das war schon eine klare Steigerung. Thomas Steinherr, der Debütant aus der Jugend des FC Augsburg. Er und Dunke statt Vogelsammer und Bichler in der Startaufstellung, also auch die Heimelf mit einer neu formierten Offensive. Eine flotte Partie ist in der ersten halben Stunde mit zunehmend mehr Spielanteilen für die Lilien. Ihre zwei Spitzen stets in gefährlicher Tornähe, Dominik Stroh-Engel und Marco Seil. Durchatmen nach dieser Szene ein paar Zentimeter. Tja, dann Ecke Darmstadt. Innenverteidiger Gorka ist mit vorne, die Latte rettet für Corbinian Müller. Der Nachschuss abgeblockt. Benjamin Gorka, 1,95 Meter groß. Fast ein Fall für die Torkamera oder den Chip im Ball, aber der war nicht drin. Gorka, den man in Bayern kennt von seiner Zeit bei Greuther Fürth. Darmstadt wird immer besser. Haching findet immer mehr in der Defensive statt. Milan Ivana bringt Champions-League-Erfahrung mit. Marco Heller. Viel Platz ist da, weil die Gäste blitzschnell in die Lücken stoßen. Marco Heller, 34 Mal Erstliga gespielt mit Frankfurt. Freistoß, Zulu. Stroh-Engel und Milan Ivana. Und schon führt Darmstadt in der 40. Minute mit 1:0. Mit Slavia Prag hat er 4 Partien in der Champions League bestritten. Von Wien-Wiesbaden ist er gekommen. Der junge Danilo Dietrich kommt einen Schritt zu spät. Wie wird die Heimmannschaft reagieren? Erst einmal hinten aufpassen. Max Welzmüller, jetzt nach vorne. Doch dann dieser Ballverlust gegen Jerome Gondorf. Ivana, überragende Mann auf dem Flügel. Und dann bricht die Urgewalt über Haching herein. Dominik Stroh-Engel praktisch mit dem Halbzeitpfiff das 2:0. Das Kreuzeck werden sie neu streichen müssen in den nächsten Wochen. Nach diesem Knaller der Gäste. Kevin Hingerl kann den Schützen nicht stören. Tja, der Weg an die Spitze ist nicht so einfach. Das registriert auch der hoffnungsvolle bayerische Nachwuchs auf der Tribüne. Die junge Truppe aus Unterhaching hat sich den Schneid abkaufen lassen von den wuchtigen Erst-, Zweit- und Drittliga-erfahrenen Gegnern. Spielerische Akzente wollte man eigentlich setzen, vielleicht jetzt. Dietrich und Yannick Haberer. Vogelsammer und Stefan Haas kamen nach der Pause für Steinherr und Hingerl. Und siehe da, neuer Schwung kehrt ein. Stefan Haas. Andreas Vogelsammer. Alleinunterhalter? Nicht ganz. Wieder Stefan Haas. Rechts ist Marius Dunke. Und 1:2 Anschlusstreffer in der 56. Minute. Die offensive Ausrichtung in der zweiten Halbzeit trägt Früchte. Haberer, Dunke, Vogelsammer,
Haas dahinter, plötzlich passt es im Spiel nach vorne. Seiler. Auf dem Flügel wie immer Ivana. In der Mitte wie immer Heller. Dieselben Protagonisten wie vor der Pause. Mittlerweile überzeugen aber die Offensivreihen beider Mannschaften. Eine Stunde ist gespielt. Haberer. Vogelsammer. Haberer. Wieder Vogelsammer. Und der Ausgleich. 2:2, eine Stunde ist gespielt. Der doppelte Doppelpass. Yannick Haberer, zuletzt nicht ganz fit, hat er einen DFB-Lehrgang mit der U20 abgesagt. Und Andreas Vogelsammer, erster Saisontreffer für den 21-Jährigen. Baum und Schromm wittern Morgenluft. Fabian Götze. Jetzt haben sie mehr Platz. Wieder Andreas Vogelsammer. Jan Zimmermann im Darmstädter Tor. Auch er hat Erstliga-Erfahrung mit Eintracht Frankfurt. Doch immer ist das Tempo hoch. Die Partie hat Kraft gekostet. Jetzt nur nicht nachlassen. Wieder Fabian Götze. Tobias Killer eingewechselt für Dunke. Die Schlussviertelstunde und die Frage, wer hat noch Reserve? Abschlag. Jan Zimmermann. Seiler, Stroh, Engel und Tor. Das gibt's doch nicht. 3:2 für die Gäste in der 82. Minute. Drei Stationen bis zum Tor. Erst der Keeper, dann die wunderbare Vorbereitung von Marco Seiler. Zweimal Brust und drin ist er. DSE Dominik Stroh Engel setzt sich durch gegen Innenverteidiger Hofstetter. Aber diese Ballstaffette war wirklich vom Feinsten. 7 Sekunden vom Abschlag bis ins Tor. Danach viele Unterbrechungen, ein paar Versuche nach vorne und der Showdown, der den Gästen gehört. Hanno Behrens, der wurde eingewechselt und ist dementsprechend frisch. Müller, erst ist er der Sieger und dann doch der Verlierer. Fault Gondorf, gelb für den Keeper und Elfmeter für Darmstadt. Dominik Stroh-Engel mit Tor Nummer 3 zum 4:2 für Darmstadt. Hachings zweite Niederlage hintereinander und die ist richtig bitter nach der klaren Steigerung nach der Pause. In der zweiten Halbzeit hat unsere Mannschaft wirklich aufopferungsvoll gekämpft. Das, was in der ersten Halbzeit ein bisschen verschlafen haben. Bitter ist es nur, wenn wir die 4 Tore anschauen, dass es 3 Standardtore sind, also 11 am Schluss. Und dann zweimal ein langer Freistoß bei uns, der wird irgendwo abgelegt und dann stehen die allein vorm Tor. Und das andere Tor, da verlieren wir leider im Mittelfeld am Ball und kriegen dann eben einen Konter, den wir eigentlich gerade fahren wollten. Insofern ist das brutal bitter. Mei, das ist halt nicht das, was wir uns vorstellen, so wie wir reingehen wollen und die Zuschauer begeistern. Aber ja, müssen wir schleunigst ändern, weil sonst sieht das nicht gut aus. Wenn wir es hinkriegen, mutig zu spielen, was wir auch dieses Mal in der ersten Halbzeit nicht hinbekommen haben, haben wir alle Möglichkeiten, auch viele Spiele zu gewinnen, auch am Stück. Wir müssen einfach gucken, dass wir in unser Spiel finden, was bei uns wieder jetzt eine Halbzeit lang gedauert hat. Und ja, das denke ich, war wieder mit das größte Problem. Erst 2 Unentschieden, jetzt 2 Niederlagen. Eine halbe Stunde Hurra-Fußball reicht eben nicht gegen ein etabliertes Team aus der dritten Liga.